Auf Ihr jeden Fall Level wollt 100 noch in die Zahni. WTS, ihr wollt nach China? Wir wollen nach China. Wir haben heute uns alle an, oder ich war der Letzte heute, der seine Anmeldung rausgeschickt hat, und wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wenn wir TCG besiegen können, dann haben wir natürlich gute Chancen. Aber jetzt Das konzentrieren wir ist uns erstmal aufs Match. definitiv, genau. Wir können noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zwischen den Matches, die wir gleich haben werden. Genau. Schauen aber jetzt erstmal in den Split und sehen tatsächlich von MIM zwei Leute Richtung Close Point, Shark und Asani. Drei, die hier so Richtung Mitte gehen. Sizer geht da einfach Stealth an ihnen vorbei. Probiert er dann noch Richtung Fahrt zu pushen? Also keine Aggression von euch, von MIM Richtung Erdwerk. Das heißt, die beiden Close Points werden gleich relativ entspannt gecapped. Und das erste Zusammentreffen gibt es dann auf der Mitte. Genau, da steht aber schon Tage, der jetzt gegen Levin quasi einmal das 1v1 startet. So wie Joe, der jetzt runtergeht, um da Azani einmal zu helfen gegen Taxby und Sizer. Kann hier aber wirklich Druck aufbauen und die Leute erstmal so ein Stückchen wegpushen. Taxby geht schon halbwegs low, so wie Sizer ebenfalls. Oh ja, dann wird das Ja, Elixir und S gezündet von Taxby. Läuft er wirklich komplett zum einen Closeband zurück. Da crosst dann tatsächlich noch Sharku so ein bisschen. Pusht aber nicht vollkommen auf den Farpoint durch, sondern konzentriert sich jetzt gleich auch auf die Mitte. Tami ist übrigens tatsächlich auf den Stab zurückgegangen. Das ist die positive Nachricht ja, für auf MIM. jeden Fall. Ja, in der Zwischenzeit sieht man, Solaris jetzt verdammt low geht, jetzt auch in den Downstate, so wie Levin, der hier auch sehr, sehr low ist. Hat noch seine Berserker-Stance, ist aber nicht für einen Red-Spanner da, um Solaris da zu holen. Da geht dann auch der Stomp durch. Und jetzt wird wahrscheinlich gleich Levin das Fokus-Target sein, der am Rand immer noch ziemlich low da hängt. Ja, wobei Sizer versucht, auch wirklich schon so ein bisschen Richtung Fahrt zu pushen. Vielleicht etwas verfrüht, weil da tatsächlich nur Druck kam. In der Mitte wurde Tamir gerade gemoort, geht in Da den kommt aber das Downstate. Warbanner direkt von Levin einmal, um den Guard da wieder hochzuholen. Geht aber selbst, wie gesagt, wieder gefährlich low, zieht sich wieder ein Stückchen raus. Jetzt hat er aber Sizer hier am Hintern, der ihn natürlich folgt. Sizer aber ein wenig defensiv und geht jetzt, versucht den Point vielleicht zu decappen, kommt aber Sildaris dann Ja, einmal. es sieht nicht so aus, als wäre Sudaris wirklich confident hier und holt sich Sharku so ein bisschen Nee. als Unterstützung. Sizer pusht allerdings direkt wieder Richtung Mitte. Da kriegen sie dann auch Tamir erneut down. Tage di setzt diesmal zu einem ganz sicheren Stomp an. Und mit dem Stomp auf Tamir gibt es tatsächlich auch den Cap hier in der Mitte für TCG. Einzig und allein Asani macht da noch ein bisschen Ärger, der ein Portal hier liegen lässt und ansonsten oben oder jetzt hintenrum sich so ein bisschen rauszieht. Will er da Richtung Far gehen? Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. So, da ist er gerade auch so ein bisschen alleine mitten in Gegnern hier. Also TCG probiert da tatsächlich den Dieb von MM ordentlich unter Druck zu setzen. Jetzt wird hier von vier Leuten gerade über den Beach Richtung Far gecrossed und Asani kommt tatsächlich Stealth durch. Kriegt er den Decap? Nein. Hazeth ist auf dem Punkt drauf und verhindert da den sofortigen Decap. Aber jetzt zieht halt MM nach und sie probieren wirklich die Aggression hier Richtung Erdwerk zu Ja, legen. man sieht jetzt auch MIM, ja, komisch zu sagen, aber wie sie auf den Farpoint pushen mit allen Mann, vier Leuten, so wie Shaku, der dann den Close Point hält. Man kriegt hier sogar Asani den nutzt jetzt Decap das durch. Portal und holt sich auch den Decap auf der Mitte. Tatsächlich wird sich da jetzt komplett rausgezogen von MIM, denn Levin ist hier ebenfalls mit durch das Portal gegangen und es wird tatsächlich den Midcap geben. Genau, Joe wird hier einfach nur noch versuchen, den Punkt so lange Decap zu halten, wie es möglich ist. Hat jetzt hier Taxby im 1 gegen 1, das wird er wahrscheinlich nicht auf Dauer halten können. Aber dafür Mitte in Favor für MIM, so wie der Close Point, der natürlich immer noch gekappt ist, wo der jetzt Hellsafe ein wenig gegen Sharko kämpft. Ja, da wird aber von MRM jetzt auch komplett die Mitte undefended gelassen. Asani da so ein bisschen in einem kleinen Off-Point-Teamfight beschäftigt Tage und Sizer tatsächlich und geht dann mit Unsichtbarkeit ein bisschen raus, wieder Richtung Mitte. Es kommt der große Engage von TCG auf den Close Point von MRM, aber es sind jetzt auch zwei Leute, die da tatsächlich gerade auf das Erdwerk hauen und jetzt übernimmt MRM wirklich die Führung hier in diesem Duell. Genau, jetzt geht aber leider Soldaris in den Downstate. Wird er auch weiter down gebracht. Hellsafe ist ebenfalls im Downstate. Das ist jetzt also ein Down-Battle. Er hat noch sein Invis ready, den zieht er auch. Jetzt ist die Frage, wer stirbt zuerst? Hellsafe bekommt kein Support, wird nicht gerätzt. Jetzt kommt die Shadow Refuge, aber zu Zu spät. spät. Und Sudaris kommt ja, tatsächlich hoch. das Und könnte das ist natürlich gut. jetzt den Teamfight entscheiden, weil Tage ebenfalls low. Der Punkt ist immer noch gecapped in Aber Favor für MIM.
Sizer kommt da Richtung Mitte durch. Niemand in der Lage, ihn da gerade zu stoppen. Also das wird der D-Cap auf der Mitte. So Darius wird da definitiv genau. nicht schnell genug sein. Die Frage ist dann auch, wie er sich halt anstellt im 1 gegen 1 gegen Sizer. Der respawnende Hesef engaged direkt natürlich auf den Close Point. Das heißt, auch hier wird jetzt der Druck auf MIM ein Stück weit größer. Da wird auch der Moa wieder auf Tamir gezogen. Tatsächlich. Der rettet sich da noch ein bisschen um die Ecke. Allerdings aber reicht's nicht es reicht ganz. Trotzdem nicht. Levin und Tamir sind jetzt beide im Downstate, werden beide gestompt und der Punkt geht hier natürlich dann wieder an TCG. Aber in der Mitte sieht es dafür gut aus, denn nur noch Sizer ist hier, springt aber nochmal auf den Punkt, um ihn nochmal Decap zu halten. Denji kommt jetzt mit dem Fury Greatsword drauf und ja, hier ist jetzt natürlich das Problem, dass nur Azani da ist. Und gegen Denji, Hellsef und Sizer kann er da nicht gerade viel ausrichten. Wir hatten übrigens kurzzeitig auch Tage down. Der ist da ein bisschen off-point an der Main gestorben, ist aber inzwischen wieder im Match drin. Also wirklich davon profitieren konnte MIM nicht. Sie haben eine leichte Führung, 215 zu 161 Punkte. Wir bewegen uns langsam in den Bereich, in dem TCG gefühlt abnimmt. Das heißt, wenn sie da jetzt auch noch den Vorteil draus ziehen, dann wäre das natürlich stark. MIM konzentriert sich jetzt hier ein bisschen auf tatsächlich den Farpoint und bringt Pressure auf eben genau diesen. In Form von Azani und Tami, der so ein bisschen auf dem Punkt stehen soll. Taxby bekommt da auch sehr, sehr viel Damage durch den Chatter erstmal rein. Und jetzt wird wieder man das jetzt Portal aber Azani benutzt. Im Downset, der hat ein Portal jetzt schön zur Mitte gelegt und die werden jetzt zu viert einmal da Denji versuchen zu überrennen. Und das mit ist wirklich vier eine gute Leuten Idee. Könnte das natürlich auch schnell laufen. Aber nicht schnell Denji genug. Geht ja auch gefährlich low, ist im Downstate. Wird er der D-Cup? Nein, da kommen schon die Leute von sehr, sehr TCG Supply einmal. Crate. Sehr, sehr schönes Supply Crate hat den Stomp interrupted. Weil Denji auch noch im Downstate, der kann jetzt hochgeretzt werden mit der Shadow Refuge. Oder, na, doch nicht, da kommt nicht genug. Oder, will es oder doch, will es nicht. Das reicht, das aber reicht. Aber Denji kommt dann doch wieder ab, kann wieder Heals zünden und jetzt sieht das natürlich wieder gar nicht so schlecht aus für TCG. Das war sehr, sehr gute Supply Crate und Mistform, die da den Stomp, so wie Shadow Refuge, die da den Retz geholt haben. Und jetzt haben wir hier natürlich wieder einen Even Fight. Ja, es ist sehr, sehr auffällig, wie Azani probiert, wirklich mit einfach so ein bisschen zu outrotaten mit den Portalen, immer wieder den ein oder anderen Überraschungsmoment zu landen. Apropos Überraschungsmoment, Sizer ist der Decap auf dem Close Point von MRM gelungen. Da waren sowohl Shaku als auch Levin ein bisschen weit weg von der Main. Und das ist natürlich jetzt richtig bitter. Sie hatten bis gerade eben die Führung, jetzt den Ausgleich und jetzt kommt der Führungswechsel. TCG tatsächlich in ihrer normalerweise schwachen Phase gerade bärenstark. Ja, in der Zwischenzeit war gerade Azani und Soldaris, die oben standen und einmal Hellsef wirklich komplett umgespiked haben. Jetzt ist der Fokus auf Sizer. Azani ist kurz low gegangen, Sizer hat ihn nochmal angesprungen, aber dann musste er sich doch wieder zurückziehen. Und Denji ist jetzt eigentlich mehr so im Fokustag, der probiert auch genau. Soldaris zu chasen, kriegt sehr, sehr viel Damage wirklich von Azani rein, der da oben steht und fällt dann auch schlussendlich fällt in die dann Mitte. Auch, der Retz wird versucht, da ist die Mistform in der Shadow Refuge gezündet. Soldaris geht durch zum Fahr. Der Retz auf Denji kommt auf jeden Fall durch, aber dafür mussten sie leider den Mid-Decap durchgehen lassen. Jetzt kommt ein Portal von Hellsef, der sich auf den Farpoint gezogen hat. Die da auch mit drei Leuten durchpushen, um Soldaris hier zu holen. Aber der ist natürlich rechtzeitig wieder weg, um einfach nur den Decap zu holen und dann schnell wieder in den Mid-Fight zu engagen. Ja, tatsächlich allerdings auch so schnell, dass Hellsef nochmal das Portal zurück nutzen konnte und sich so wieder dem Kampf in der Mitte angeschlossen hat. Wir haben das Problem aus Sicht von MM, dass jetzt hier gerade vor allem Levin auf dem Warrior sehr, sehr low drop. Muss aufpassen, dass er da im Offpoint-Fight nicht gegen Sizer stirbt. Hat sogar noch einen Sprung da verhauen, einen Felsen hoch und wird jetzt tatsächlich hier unten ein bisschen Offpoint droppen. Die Mitte ist noch neutral, weil Tamir da wirklich draufsteht. Aber außerhalb von Tamir ist halt nicht mehr viel da, was die Mitte defenden kann. Und TCG macht den nächsten Angriff hier auf den Close Point von MIM. Wir haben hier vorne Taxby, der allerdings schon sehr, sehr low ist gegen Shaku und Azani. Und ich glaube, das war schon fast mit dem Engage hier. Ja, der Taxby ist jetzt auch gestompt worden, aber in der Zwischenzeit konnte sich dann Hellsef den Kill quasi auf Joe sichern. Und dafür kriegen sie dann quasi die Mitte. Das war ein ganz guter Tausch, wenn ich das so sagen darf. Ja, Shaku versucht jetzt noch in den Sie Punkt den reinzukommen. Ja, er ist noch halten? Auf dem Punkt. Ja. Allerdings ist jetzt natürlich der Guardian aus dem Teamfight raus, was
schon ziemlich fatal werden kann. Ja, Tage wäre dessen noch sicher auf dem Punkt. Sizer hat sich jetzt hier ebenfalls mit auf den Highground geportet. Muss er jetzt ein 1 gegen 2 gegen Sodaris und Sani tatsächlich durchleben. Macht das aber sehr, sehr gut. Sword Dagger Thieves haben mehr als genug Dodges hier, um dem zu entgehen. Genau. Und jetzt Man sieht auch müssten. Azani hier ebenfalls oben stehen, hilft Sodaris da aber nicht, sondern gönnt sich da seine Range, die er voll auskostet und jeweils auf die anderen Teammates dann. Jetzt kommt der Support auf Sodaris, der auch wirklich so gut wie nichts mehr hat. Tatsächlich ungewohnt, Und dass man das so rum sagt, oder? Der Messer supportet den Dieb. ja, sowas gibt es natürlich auch. Sizer hat sich da wirklich an eine schöne Stelle gestellt. Da kann ihn der Dieb nicht spiken und Oh, konnte jetzt da haben wir jetzt hier auch ein Portal Play disengagen. von Hesef tatsächlich auch mal gesehen. Auf den Farpoint von MIM. Da ist dann jetzt Shaku auch down gegangen. Bewegt sich hier sehr, sehr schön mit der Mistform Ah, da ist Richtung. das Ritz. Da ist das Ritzbanner gekommen. Was? Nein, das war nicht in der Mistform, Entschuldigung. Nee, nee, Und das jetzt ist haben wir gut. hier das 2v1 gegen Taxby. Aber in der Zwischenzeit müssen sie natürlich dann in der Unterzahl in der Mitte kämpfen, was sich dann auch direkt mit Azani im Downset bestraft. Naja, das ist so ein bisschen das Problem, was jetzt MM hat. Den Midfight gewinnen sie tatsächlich nicht. Der erste ist hier bereits komplett down. Wir sehen auch, dass Tamir in der Mitte sehr, sehr viel einstecken musste. Hat jetzt noch Renewed Focus. Wenn er das allerdings zündet, dann ist der Cap, glaube ich, durch, oder? Reicht das für Ja, Renewed das Focus? wird vermutlich reichen. Aber da wird jetzt der Renewed Focus gezogen und nein, Ah, nein, tatsächlich hat tatsächlich er sogar noch nicht. einen kleinen Tick übrig gehabt. Aber es hat auch nur ein bisschen Zeit rausgeholt, wenn wir ehrlich sind. Auf jeden Währenddessen tickt halt das Erdwerk. Das brachte jetzt schon 50 Punkte Vorsprung. 50 Punkte, das ist doch nicht so viel. Das kann man tatsächlich mit Waldkreaturen hier noch wieder rausholen, den Abstand. Fall, es ist ziemlich close. Das muss man hier beiden Teams lassen. Und man hat jetzt auch gesehen, wie Sodaris schön den Punkt von TCG einmal decapped und Azani ist gleich mitgeschoben. Hatten erstmal Sizer, den sie so ein bisschen gepressured haben, aber nicht wirklich down bekommen haben. Azani hier schon gefährlich low, hat seine Unverwundbarkeit schon gezogen und zieht sich jetzt hier auch einmal mit dem Portal raus zum Beach. Und Sodaris wird es ihm wahrscheinlich gleich auch nachtun. Ja, der Fight da am Erdwerk. Hätten sie da halt den Komplett-Cap bekommen, dann wäre es vielleicht nochmal, ja, worth it gewesen, da voll reinzugehen. So ist der Disengage hier die bessere Wahl. Das Problem ist, MM hat auch den Close Point gerade nicht unter Kontrolle. Da sind Tage und Helseth tatsächlich ein bisschen am Druck ausüben. Und solange der nicht wieder in die Hände von MM kommt, wird das tatsächlich nicht. Der Vorsprung baut sich aus. Wir nähern uns der 460er-Punkte-Mark oder damit dem fast 100 Punkte Vorsprung, haben aber nochmal einen Decap auf der Mitte durch Asani Genau, tatsächlich. Azani hat den Moor auf Enchi benutzt, der sich dann sofort rausgezogen hat und Azani wirklich den Punkt überlassen hat. Azani hier aber auch gefährlich low, wenn er da einen Burning abbekommt, sieht es wahrscheinlich sehr, sehr schlecht aus. Ja, muss jetzt hier aufpassen. Ist da sehr, sehr vielen Skills tatsächlich gedodged, aber bekam halt trotzdem Damage rein, hat nochmal die Heilfähigkeit, aber wenn wir uns Danji anschauen, der hat kurz Sieht in die das Water nicht Attunement gut aus. gewechselt und dann war wieder volle Lebenspunkte oder hat er wieder Und da volle ist Azani auch Lebenspunkte. im Downset. Trotzdem schöne Moa, womit er einmal den Decap geholt hat. Oh, Aber Sizer mehr wird es dann leider auch nicht. an einen Close Point gerade gestorben gegen Tami und Sodaris tatsächlich. Taxby ist nur noch hier, der um das Erdwerk kämpft. Und wir haben außen noch das Duell Levin gegen Tage und Oh, das hat. da sieht man gerade auch Sizer mal wirklich fluchen. Fucking Shadows Step Rubber Band schreibt er. Und anscheinend hat ihn das wohl getötet. Nichtsdestotrotz sollte TCG das Match hier gleich für sich entscheiden. Es ist wirklich dieser 100-Punkte-Abstand theoretisch reicht jetzt schon Waldkreatur, um das Match für TCG zu beenden. Sie haben Ja, jetzt auch sie. ihren einen Close Point unter Kontrolle. Da liegt Tamir gerade gestompt. Und ja, das in der Mitte sieht auch wenig vielversprechend aus, was MRM hier probiert. Sie haben Sie lange, haben lange Zeit trotzdem den dagegen gehalten. Decap gerade auf der Mitte geschafft, aber leider verlieren sie dafür jetzt Fahr und ja, dieser Punkt wird jetzt natürlich zum Ende ticken. Ja, das sind
30 Sekunden, die sie jetzt auch haben, um dann eventuell einen Decap anzurufen. Tatsächlich ist Helseth hier im Downstate. Size auch nicht in der Position, um wirklich einen Rest anzusetzen. Jetzt probiert das Taxby ein bisschen, bekommt auch ordentlich Damage rein und muss sich da wegbewegen. Wobei, so viel war es gar nicht, wie ich erst dachte, dass er bekommen würde, dadurch einen Shatter von Azani. Jetzt wird ein Shatter Refuge von Sizer benutzt. Azani probiert es mit Knockbacks, Azani probiert es mit allem eigentlich, was er so bieten kann. Aber jetzt kommt auch noch Tage dazu. Der Rest auf Helseth kommt durch und die 500 Punkte ticken ebenfalls. Und damit gewinnt das hier TCG. Ja. Trotzdem so, jetzt mal nicht schlecht gespielt. Hand aufs Herz, wärst du mit dabei gewesen? Wär's knapper geworden in eurem Standard-Lineup? Hätte ja, auf gewonnen? Jeden Fall. Also jetzt mal ohne wirklich überheblich zu klingen oder so, aber Levin spielt, wie gesagt, normal unseren Dieb. Der spielt normal keinen Krieger und Joe spielt auch keinen Guardian. Der hatte einfach, sage ich mal, nicht die Erfahrung, wie ich es jetzt habe, wie gesagt, ohne überheblich zu klingen oder so, aber da hätten wir auf jeden Fall dann um einiges mehr machen können, wenn wir da wirklich auf allen Main-Positionen besetzt gewesen wären. Ich musste mal eine Schade gestehen, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass wir unser Giveaway eigentlich noch laufen hatten. Das habe ich nämlich nicht aufgelöst und die Hashtag MIM-Spammerei war eigentlich umsonst, denn nach 10 Minuten decayed das Programm. Das heißt, es sagt dir nur, wer innerhalb der letzten 10 Minuten tatsächlich Hashtag MRM geschrieben hat. Das heißt, ich muss euch jetzt nochmal bitten, das Ganze nochmal zu tun. Ihr habt von jetzt an, ich würde sagen, 60 Sekunden Zeit, ja? Und dann lösen wir das Ganze auf. Tatsächlich haben wir aber auch 30 Zuschauer dazu bekommen. Das heißt, die 30, die jetzt nachträglich dazugekommen sind, haben noch die Chance, Gems zu gewinnen. Wichtig, wenn ihr gerade erst dazugekommen seid, ihr müsst dem Stream folgen mit eurem Twitch-Account, um tatsächlich eine Belohnung zu bekommen. Denn wir verlosen nur an Leute, die unserem Twitch-Account tatsächlich folgen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin begeistert von MRM, zumindest insoweit, dass sie hier trotz ihrem, ja, ich sag mal, so bisschen, ja, nicht auf ihren Main-Klassen trotzdem so gutes Bild gegen TCG abgeliefert haben. Auf jeden Fall, man hat hier teilweise solide Plays gesehen, wie den Portal-Play zur Mitte, der sich nicht ganz ausgezahlt hat, aber von der Idee her natürlich ganz gut war. Ja, dann sei mal ehrlich, wenn es jetzt auf die World Tournament Series zugeht, ihr wollt nach China, packt ihr TCG? Glaubst du daran? Ich glaube natürlich daran. Wir werden jetzt die nächste Woche, das haben wir uns ganz fest vorgenommen, ein wenig, sage ich jetzt mal, rumsuchten und wirklich hart trainieren, dass wir da auf jeden Fall dann auch eine Chance haben. Und wenn TCG dann wirklich so überheblich ist und vielleicht dann auch nicht trainiert, sich wirklich quasi schon als Gewinner des Turniers sieht, könnte diese Überheblichkeit, wäre natürlich auch toll, wenn diese Überheblichkeit sie dann vielleicht das Genick brechen würde, weil ich bin mir sicher, wenn TCG ein bisschen trainiert, können sie uns natürlich dann auch wieder outplayen. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall Chancen. Das stehen beiden Teams zu, auf jeden Fall. Und wir werden es dann schlussendlich sehen. Meistens ist es ja so, dass zwischen zwei solchen Teams so die Kleinigkeiten entscheiden. Das wird sich dann im Match zeigen. Ja, auch so ein bisschen die Tagesform, denke ich mal, spielt eine. Genau, auch einfach manchmal natürlich auch ein bisschen Glück dazu, ob man jetzt den Stomp in der richtigen Sekunde kriegt, ob man auf den Punkt noch schnell genug draufkommt, etc. Das kann niemand sagen, weil wir, ich denke mal, beide Teams sind auf dem gleichen Level ungefähr. Und ja, wir werden sehen. Vielleicht kann man auch TCG noch im Moment noch ein bisschen stärker sehen als uns. Aber wie gesagt, wir werden die nächste Woche trainieren und wer weiß, was dabei rumkommt. Okay, und ich lose ganz schön unsere Gewinner aus, dann kann es tatsächlich, hoppla, jetzt habe ich nur V geschrieben statt Schrägstrich, statt Steuerung V. Es ist tatsächlich Guild Wars 2. Beginnt. Ja, passt doch perfekt. Guild Wars 2, herzlichen Glückwunsch. Du hast den Gamecode gewonnen. Und ich switche uns im Overlay mal wieder in die Ingame-Ansicht. Und ich habe hoffentlich einen Punkt da. Ja, ich habe einen Punkt an TCG gegeben. Und dann schauen wir auch direkt hinein in den Split auf der blauen Seite. Ich sage es heute zum dritten Mal, ist tatsächlich TCG. Auf der roten Seite haben wir MIM nicht in Bestbesetzung, aber vielleicht jetzt mit einer Überraschung. Und vor allem ein Mower-Opener Richtung Mitte, wenn ich das hier richtig sehe. Ansonsten TCG ebenfalls mit einem Split mit voller Besetzung hier gen Mitte, auch sehr, sehr viel unsichtbar. Da wird Tamir tatsächlich ohne Moa attackiert. Da wurde gerade Denshi gespiked, nicht gerade erfolgreich. 60% blieben noch übrig und da kann er sich natürlich sofort wieder hochheilen. Man benutzt jetzt aber auch das Fiery Greatsword hier,
um hier ein bisschen mehr Druck auf die Mitte zu bringen. War aber, glaube ich, nicht das richtig effektivste. So allgemein vom Tiefer würde ich sagen, ist MIM da gar nicht schlecht gestartet. Jetzt allerdings kommt der Spike auf Soldaris, der hier ein bisschen zu tief in das Territorium von TCG tatsächlich eingedrungen ist. Und jetzt da ein paar Probleme mit Taxby. Hat aber sehr, sehr schön das Shadow Refuge genutzt, um wieder Richtung Mitte zu kommen. Da fehlt jetzt aber natürlich die Unsichtbarkeit auf Azani, um da einen eventuell sichereren Rest anzubringen. Und die Battle Standard wird kurz vor dem Stomp auf Azani gezogen. Und aber der fällt sofort wieder. Downstate. Ah, das ist wirklich schade, aber diesmal wird Azani wahrscheinlich nicht mehr hochkommen und wirklich im Downstate bleiben. Tage kam nochmal schnell an ihn ran, aber er brauchte da wirklich nicht mehr zu stompen. Das heißt, er hier ein klein wenig Druck von Soldaris bekommen, schickt ihn aber dann direkt in den Counter-Downstate, sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, er zwar hier sehr low, aber kann Soldaris dann nochmal hochgeholt werden? Da wird zu dem Stomp von Tage angesetzt. Oh, der Stomp wurde interrupted tatsächlich. Aber Soldaris. Aber der Damage reicht jetzt. Ja. Es werden keine Retzversuche mehr gestartet. Soldaris ist einfach downgepressured worden. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier zwei Leute weniger für MIM. Ja, wir haben auch kurzzeitig Pressure da Richtung Close Point von MIM gesehen. Da war, glaube ich, Danshi. Nee, der war Sizer unterwegs zum Quarry. Allerdings wenig erfolgreich, weil Sharku sehr, sehr gut reagiert hat. Hellseth war in der Mitte das Fokus-Target, zieht sich jetzt da auch ein bisschen raus auf diesen erhöhten Punkt, musste auch seine Heilfähigkeit benutzen, musste so ziemlich alles benutzen und erneut ist Sizer wieder hier unten, ich glaube, die ist mit dem Portal von Hellseth unterwegs gewesen, Richtung Quarry, aber auch wieder sehr, sehr schön von Sharku defended. Fokus-Target ist Levin in der Mitte, der muss jetzt aufpassen, dass er hier nicht down geht, kriegt ein bisschen Support von Tamir, aber trotzdem Hellseth ist jetzt in der mittlerweile durch down gegangen. Wird hier versucht zu. Ja, der Rez kommt auch recht solide hoch mit dem. Weil MIM sich auf seinen eigenen Rez so ein bisschen konzentriert. Genau, jetzt dafür Azani im Downstate und da kommt jetzt natürlich eine Menge Damage auf ihn ein und da wird auch kein Stomp kommen. Joe wegen des Retzens sehr, sehr low gegangen. Muss hier schon seinen Block ziehen, seine Elite ziehen und der wird jetzt wahrscheinlich auch das Fokus-Target bleiben, bis er dann gleich einmal ins Gras beißt. Ja, wenn man natürlich sieht, dass gerade Renewed Focus zum Beispiel draußen ist, dann bietet es sich halt an, da auch so ein bisschen den Guardian zu fokussen, weil man weiß, da mangelt es an Cooldowns. Schöner Immobilize, der da kam von Danshi. Tage setzt zu einem Stomp an, niemand kann das wirklich interrupten. Es ist tatsächlich so, dass wir rein von den Capture Points überhaupt noch keine Action gesehen haben, bis auf 2-3 Versuche von Sizer Richtung Quarry. Allerdings gab es keinen einzigen Decap. Der Punkteunterschied von 20 Punkten resultiert tatsächlich nur aus 4 Stomps, die TCG auf MIM gelandet hat. Ja, man sieht ja auch, dass TCG schon alleine von den Punkten, von den Kills, die sie jetzt gemacht haben, ziemlich gut da sind. Ich glaube, Decaps haben wir in diesem Spiel noch gar keine gesehen. Das wird wirklich von beiden Teams gut kontrolliert. Jetzt Levin im Downstate und auch ganz solide gestompt. Man sieht hier natürlich bei MIM jeweils immer eine Person rausgespiked oder rausgefokust und sie können diesen Teamfight hier nicht wirklich für sich entscheiden. Und Danshi erneut mit dem Versuch, diesmal Fire Greatsword hier Richtung Quarry zu pushen. Sharku allerdings wieder zügig unterwegs hier und kam mit Flash rechtzeitig da in die Nähe des Punktes und schlussendlich auch auf den Punkt. Danshi bleibt da jetzt noch so ein bisschen in der Lauerstellung. Jetzt erst entscheidet er sich wirklich doch wieder reinzugehen. Also er scheint da tatsächlich jetzt Narren gefressen zu haben, so ein bisschen am Close Point von MIM. Und währenddessen halt wieder der große Teamfight in der Mitte. Es sollte das Fokus-Target Sizer sein von TCG. Das sei es nicht gelungen. Auf der anderen Seite halt auch der Deep im Fokus. Soldaris sehr, sehr low, hat alle seine Dodge-Rolls draußen und wird jetzt hier auch ein bisschen Off-Point in den Downstate droppen. Nicht wirklich in der Position, wo ihn hätte jemand retten können. Springt dann nochmal weg vom Stomp von Danshi. Das war's dann aber auch. Ja, man sieht hier immer wieder Leute von MIM im Downstate und teilweise wird es schon 30 Punkte für die Stomps an TCG verschrieben. Und hier auch wieder Azani im Downstate. So langsam zieht sich wirklich der Midfight in Richtung TCG. Ja, das, solange die Punkte noch nicht gecapped oder der Close Point noch nicht gedecapped wurde, ist das zumindest noch so ein Hoffnungsschimmer bei MIM. Aber das, was sie hier machen, ist etwas vielleicht professionelleres Predator E-Sporten, weil tatsächlich ist das nur Reinrennen auf den Mittpunkt, um den neutral zu halten hier.
Vor allem Tamir und Levin versuchen das, aber Levin geht da, glaube ich, auch schon zum dritten Mal in Downset. Ich glaube, wir bräuchten hier eine Statistik, wer von den Leuten von MAM am härtesten gestompt wurde. Asani und Levin machen sich da, glaube ich, beide gut in der Rangliste. Auf jeden Fall, aber so langsam wird der Guardian jetzt auch wieder droppen, auch in der Mitte jetzt im Downstate. Nur noch Azani hier, der den Punkt quasi, und Soldaris, die den Punkt bunkern können. Beides als Glass-Cannons natürlich nicht gerade optimal. Shaco beweist erneut sehr, sehr gute Map-Awareness. Denji ging hinten rum an der Base entlang, um da einen Decap zu bekommen. Aber selbst das ist ihm nicht gelungen gegen den Elementalist von MAM. Da das einzig Positive aktuell, was ich tatsächlich sagen kann für Made in Meta, ist, dass sie ihren Close Point bis zum bitteren Ende verteidigt haben. Asani da oben jetzt wieder down, hatte da vor allem die ganze Zeit Sizer im Nacken. Jetzt könnte es Denji gelingen, Decap anzubringen. Nein, Shaco auch hier wieder schnell genug auf den Punkt. Sodaris hat jetzt versucht, hier einen Sneaky-Cap zu holen, ist Invis gegangen. Ah, und nein, leider wird er den Decap nicht kriegen. Hat einen Tick gefehlt. Er versucht jetzt hier Texby 1 gegen 1 irgendwie zu battlen. Das und sieht jetzt aber wird nicht die gut Mitte aus. Verlassen, ist gecapped für TCG und Tamir pusht hier Richtung Farpoint. Das soll es jetzt also sein. Close und Farpoint, der Außenpunkte-Cap, wobei der Angriff am Wasserfall eigentlich schon so ziemlich verpufft ist durch den Downstate von Soldaris. Ja, und so langsam aber sicher neigt sich auch das hier alles dem Ende zu, vor allem wenn man bedenkt, was für einen hohen Vorsprung sich jetzt TCG erspielt hat, in Kombination mit dem Double Cap. Wir hatten nochmal einen sehr, sehr schönen Moa hier auf Tage. Hat nur insoweit geholfen, dass Asani dadurch am Leben geblieben ist, wirklich down bekommen haben sie ihn nicht. Asani hat jetzt auch Sizer hier wieder gegen sich in diesem 1 gegen 1, probiert das Duell tatsächlich zu nehmen, ihn da von der Seite irgendwie runter zu schubsen, aber auch das gelingt nicht. Denji erneut in der Position, um hier einen Sneaky Decap anzubringen. Gelingt es ihm diesmal? Nein, diesmal ist es Levin, der tatsächlich auf dem Punkt steht. Also zumindest den eigenen Close Point habt ihr unter Kontrolle, Sam. Den haben wir unter Kontrolle da. Das mussten wir quasi Shaco auch ein wenig einprügeln, aber irgendwann hat das dann sehr gut geklappt und man sieht ja jetzt, was das Resultat ist. Auf jeden Fall sieht man hier aber sehr gut, wie TCG einfach die Teamfights wirklich dominiert und wie MAM auch nichts dagegen tun kann. Auf der ersten Map konnten wir noch so ein paar taktische Spielzüge sehen und jetzt wird wirklich sie Fights Base gepusht. Mehr auseinandergezogen. Aber das Problem liegt hier natürlich, dass es jetzt kein eingespieltes MAM-Team ist, sondern wirklich verschiedene Klassen, ein komplett neuer Dieb, wo viele ja auch sagen, dass Levin wirklich guter Dieb ist, der in unserem Team auch so ein wenig die Carry-Rolle übernimmt. Und ja, dem das haben zustimmen. Wir jetzt natürlich alles nicht. Oh, ja. Wir haben jetzt Portal.